Herzlich willkommen zu diesem Slidecast zum Thema Schadensersatz. Für das bessere Verständnis empfehlen wir Ihnen, sich zuvor den Slidecast zum Thema Leistungsstörung anzusehen. Was lernen Sie in diesem Slidecast? Sie lernen die generellen Voraussetzungen für einen Schadensersatzanspruch und die Systematik des Schadensersatzes gemäß Paragraphen 280 fortfolgende BGB kennen. Im Speziellen betrachten wir den Schadensersatz neben der Leistung nach Paragraph 280 Absatz 1 BGB, den Schadensersatz statt der Leistung nach Paragraph 283 BGB sowie den Schadensersatz statt der Leistung wegen anfänglicher Unmöglichkeit nach Paragraph 311a Absatz 2 BGB jeweils anhand eines Beispiels. Paragraph 280 Absatz 1 BGB stellt die zentrale Norm des Schadensersatzes dar. Wenn der Schuldner eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis verletzt, so kann der Gläubiger Ersatz für den hierdurch entstehenden Schaden verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Schuldner die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Voraussetzungen des Paragraphen 280 Absatz 1 BGB müssen für alle Formen des Schadensersatzes vorliegen. Schauen wir uns diese Voraussetzungen nun einmal genauer an. Die erste Voraussetzung ist, dass ein Schuldverhältnis zwischen den Parteien besteht. Zweite Voraussetzung ist, dass eine Pflichtverletzung vorliegt. Unter einer Pflichtverletzung versteht man, wenn der Schuldner ein Verhalten an den Tag legt, das objektiv nicht dem Schuldverhältnis entspricht. Des Weiteren muss der Schuldner diese Pflichtverletzung vertreten. Wichtig ist hierbei, dass nach § 280 Absatz 1 Satz 2 BGB eine Beweislastumkehr greift. Das bedeutet, dass der Schuldner nachweisen muss, dass er die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die vierte Voraussetzung ist der Schaden, denn für einen Schadensersatz muss überhaupt erstmal ein Schaden entstanden sein. Die letzte Voraussetzung ist die Kausalität. Der Schaden muss in objektiv zurechenbarer Weise durch das pflichtwidrige Verhalten verursacht sein. Schadensersatz kann unterschieden werden in Schadensersatz neben der Leistung und statt der Leistung. Es gibt außerdem zwei weitere Arten des Schadensersatzes statt der Leistung. Zum einen den Aufwendungsersatz nach § 284 BGB, bei dem getätigte Aufwendungen in Ansehung der Erfüllung der Pflichten aus dem Schuldverhältnis ersetzt werden können. Zum anderen das stellvertretende Kommodum nach § 285 BGB, also die Pflicht des Schuldners bei Unmöglichkeit der Leistung, einen eventuell erlangten Ersatz an den Gläubiger herauszugeben. In diesem Slidecast werden wir uns den einfachen Schadensersatz nach § 280 Absatz 1 BGB, den Schadensersatz bei nachträglicher Unmöglichkeit gemäß § 283 BGB sowie den Schadensersatz statt der Leistung wegen anfänglicher Unmöglichkeit gemäß § 311a Absatz 2 BGB anhand eines Beispiels anschauen. All diesen Beispielen ist gemein, dass sie nur einen kurzen Fall zum Verständnis ohne umfängliche rechtliche Lösung darstellen. Den folgenden Beispielsfällen ist gemein, dass es sich um Schuldverhältnisse aufgrund von Kaufverträgen handelt, sodass die kaufrechtlichen Regelungen zur Anwendung kommen, insbesondere das sogenannte Gewährleistungsrecht der § 434 fortfolgende BGB. Darin verweist § 437 BGB jedoch insoweit auf das allgemeine Leistungsstörungsrecht mit den dortigen Voraussetzungen für den jeweiligen Schadensersatzanspruch, weshalb die Beispielsfälle das Schadensersatzrecht veranschaulichen. Sehen wir uns nun das Beispiel für einen einfachen Schadensersatz nach § 280 Absatz 1 BGB, also neben der Leistung, an. Max kauft einen Schrank von Erika. Erika soll ihn zu Max nach Hause liefern. Bei dem Transport stößt der massive Holzschrank an Max' Wohnungstür, die dadurch beschädigt wird. Die Reparatur kostet 200 Euro. Der Schrank selbst ist dabei heile geblieben. Auch beim Beispiel des Schadensersatzes aufgrund nachträglicher Unmöglichkeit kauft und bezahlt Max einen Schrank von Erika, den sie liefern soll. Bevor Erika ihn jedoch liefern kann, brennt ihr Lagerhaus und mit ihm der Schrank ab. In der Zwischenzeit hatte Max den Schrank aber schon gewinnbringend an seine Tante verkauft. Bei dem Fall des Schadensersatzes statt der Leistung wegen anfänglicher Unmöglichkeit verkauft Erika ebenfalls den massiven Holzschrank an Max. Sie freut sich, den Schrank endlich los zu sein, da sie gesehen hat, dass er von Holzwürmern befallen und nicht mehr zu retten ist. Um ihn trotzdem verkaufen zu können, entscheidet sich Erika, dies Max nicht zu erzählen. Mit Erfolg. Nach einiger Zeit ist der Schrank jedoch bei Max so zerstört, dass er nicht mehr zu gebrauchen ist. Max kauft einen vergleichbaren Schrank ohne Mängel, der ist allerdings 200 Euro teurer. Schauen wir uns nun noch einmal genauer an, ob in jedem dieser Beispiele die Voraussetzungen für einen Schadensersatz vorliegen. Im ersten Beispiel, dem einfachen Schadensersatz neben der Leistung, bestand durch den wirksamen Kaufvertrag ein Schuldverhältnis zwischen Max und Erika. Das Schuldverhältnis, nämlich der Kaufvertrag, hat Erika durch die Lieferung vertragsmäßig erfüllt.
In Betracht kommt daher der Schadensersatz neben der Leistung wegen Verletzung einer Schutzpflicht gemäß § 241 Absatz 2 und 280 Absatz 1 BGB. Die Pflichtverletzung liegt darin, dass Erika eine Schutzpflicht aus dem Kaufvertrag verletzt hat. Sie hat ein anderes geschütztes Rechtsgut von Max beschädigt, nämlich seine Tür. Erika muss diese Pflichtverletzung vertreten, da sie sie selbst begangen hat. Der Schaden ist in diesem Fall der Schaden an der Wohnungstür. Da der Schaden durch die Pflichtverletzung entstanden ist, besteht auch ein Kausalitätsverhältnis. Es sind also alle Voraussetzungen erfüllt. Erika muss für den entstandenen Schaden an der Wohnungstür aufkommen. In unserem Beispiel zum Schadensersatz statt der Leistung liegt das Schuldverhältnis durch den wirksamen Kaufvertrag vor. Die Pflichtverletzung liegt hier in der Nichterbringung der Leistung, da der Schrank verbrannt ist und gar nicht erst ausgeliefert werden konnte. Erika muss auch hier den Schaden vertreten. Der Schaden ist in diesem Fall der entgangene Gewinn vom Weiterverkauf und etwaige Ansprüche von Max' Tante. Da der Schaden durch die Pflichtverletzung entstanden ist, besteht ein Kausalitätsverhältnis. Auch hier sind alle Voraussetzungen erfüllt. In unserem letzten Beispiel, dem Schadensersatz statt der Leistung wegen anfänglicher Unmöglichkeit, liegt auch hier aufgrund des gemäß § 311a Absatz 1 BGB wirksamen Kaufvertrages ein Schuldverhältnis vor. Die Pflichtverletzung ist der Abschluss eines Kaufvertrages über einen mangelfreien Schrank, obwohl Erika im Wissen über den Mangel war, nämlich dem Wurmbefall. Erika hat diese Pflichtverletzung zu vertreten, da sie von dem Holzwurmbefall vor Vertragsabschluss bereits wusste und dies bewusst verschwiegen hat. Der Schaden ist in diesem Fall der Betrag, den Max mehr aufgewendet hat, um einen vergleichbaren, mangelfreien Schrank zu kaufen. Da auch dieser Schaden durch die Pflichtverletzung entstanden ist, besteht ebenfalls ein Kausalitätsverhältnis. Auch in diesem Beispiel sind alle Voraussetzungen erfüllt. In diesem Slidecast haben Sie gelernt, welche Voraussetzungen es für einen Schadensersatzanspruch generell gibt, wie die Systematik des Schadensersatzes gemäß § 280 fortfolgende BGB ist und Sie haben anhand von Beispielen den Schadensersatz neben der Leistung nach § 280 Absatz 1 BGB, Schadensersatz statt der Leistung nach § 283 BGB sowie den Schadensersatz statt der Leistung wegen anfänglicher Unmöglichkeit nach § 311a Absatz 2 BGB kennengelernt.